Und so meint er so zu mir. Also Lina, ich muss sagen, manchmal bist du echt dumm. Ich hab dir was! Oder Sehr auch schön. hirnlos, das trifft es auch. Ich hab aber nur 4 Dias! Jetzt will noch 2! Leck mich! Juckt mich nicht. Du bist wieder dicht am Mikro. Nenn Oh ich gar ja. nicht! Hier ist ich sogar weiter weg. It's my birthday. It's my birthday, da. Juli, Fresse. Hab Bock auf Karaoke-Party. Oh Gott, nein. Oh nee. Nur dieses Lachen. Ich Ja. Vor glaube, da allem, unten kann das ich geht bei richtig mir instant in nicht. den Channel raus. Das geht bei mir nicht, weil bei mir das Mikro nicht erkennt. Oh, warum kam meine Kacke? Das war denn das Geschmack? Aua. Aua. Das ist halt Blondheit. Oha. Oha. Ich genauso wie, dass ich nicht klein bin, Juli. Ich bin Schon? platzsparend. Ist platzsparend. Ja, habe ich doch nie gesagt. Nein. Nein, gar Jedes nicht. Mal sagst du, ich wäre klein. Jedes Mal. Nein, du verbesserst mich ja Anmarsch. dann jedes Mal. Ja, trotzdem sagst du es jedes Mal wieder. Sagen alle. Kannst du mal ein Wo ich bisschen bin. dichter von deinem Mikro weg? Nein, kann ich nicht. Halina, so eine Pornostimme, lass sie doch. Hallo? Im Schullandheim. Leonie wollte so eine gruselige Geschichte erzählen. Fängt so an zu erzählen. Und meine Freundin sagt so, was redest du so angesext? Was zum Fick? Leonie sagt so, hey, das soll gruselig klingen. Was? Das habe ich nicht verstanden vor lauter Lachen. Das soll gruselig klingen. Das ist genauso wie mit mir im Ernst gucken. Das ist genauso wie die nicht gruselig reden kann, weil da kommt dann immer irgendwas Angesextes raus. Also wenn die irgendwann mal so eine Porno-Telefon-Hotline au aufmacht, dann wundert es mich nicht. Geil. Ehrlich. Gott. Das sage ich nur. It's my birthday. Ein Blut. Oh Warum Gott. ist das Ding da hin und warum kann ich das nicht aufdrehen? Warum und weshalb und überhaupt? Eben. Warte. Aua. Oh, das tut weh. Warum machst du es dann? Weil ich das aufdrehen muss und weiter vorziehen, damit ich nicht mehr so nah an meinem Mikro sitze. Alter, schraub mal nicht so viel an dein Mikro rum. Oh Ja, Gott, ich oh sollte Gott. lieber an mir rumschrauben. So, Gesundheit! Okay. Kein Oh, das Problem, hätte immer wieder Kotzen gerne. gegeben. Ich glaube, da kam Rotze mit raus. Oh, Scheiße. Das wollte niemand wissen. Doch, Lina wissen. Nein! Alter, wie bist du? Oh, nee. Oh, Oh, da war ein Grunzer kann dabei. da jetzt mal bitte weiter vorgehen? Lina! Gib weiter von deinem Mikro weg. Mein Kopf hat Nein, mein mach's Mikro nicht. angeschlagen. Hä, was jetzt? Geh nicht weiter weg, das ist Doch, geh weiter Pornostimme. weg. Na, das ist Warte, keine ich muss... Pornostimme mehr. Mann, ich muss das Ding da wegkriegen. Sonst muss ich dich auf Und... Minus stellen. Ja, Ja, mach jetzt doch. stell mich auf Minus. Nee. Aua! Du könntest Was, doch einfach Hauer? vor... Aua. Was ist Hauer? Juli, du könntest doch einfach vorbeikommen und mir helfen. Das wäre die einfachste Variante. Ach nee, warte, das wäre die Wobei schwierigste. helfen? Ja, gell, okay, wobei helfen? Rumschrauben. Oh, Scheiße. Oh, Leute. Beim Mikrofon auseinander und wieder zusammenbauen. Ist ja noch schlimmer. Aua. Hör mal auf, an dein Mikro zu schrauben. Ja, oh, ich muss. Komm zu spielen. Ho, 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 Nase juckt. Ist ja, wem angehört hat. Jetzt habe ich es gedreht, toll. Jetzt bin ich noch lauter. Ist doch toll. Ich bin etwa einen Meter von meinem Mikro weg. Herr Hund, juckt mich nicht. So, jetzt. Jetzt habe ich es offen. Ha! Hast du toll Ho, gemacht. ho, 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 ho. Nicht runterfallen. Mit Zu Kraft. schnell! So, und jetzt wieder das Mikro richtig hindrehen. Ey, das ist voll krass, wie wenig Hunger ich hier unten verbrauche. Ich verbrauche gerade auch so Warum wenig. kann ich das Mikro jetzt nicht mehr drehen? Weil du es kaputt gemacht hast. Mann, Frau. Mein Bruder wird mich hauen. Ja, pf, mein Gott.
Außer den Zirk oder der und T-Bone. Nein, die haben Auna. Ach nee, wir haben Auna. 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 Es ist Auna. Es ist das gleiche. Nein. Es ist nicht so, ob es Sauna ist oder Sauna. Oh Gott, was für ein Vergleich. Ja, ist doch so. Sauna oder Sauna. Es ist gleich wieder T-Bone und T-Bone. T-Bone. Ist mir Bohne. Witz gerissen. Oh Gott. Paddy, es wird Zeit für Flachwitze. Na! Genau. Juli, du hast mir geschrieben vor 19 Minuten. Au. Ja, weil du nicht gekommen bist. Genau, da war's. Ja, der kommt. Mami, nicht, der kriegt nee, nicht Mami-Witze. Doch, Mami-Witze. Zur Hölle ist dieses Mikro so scheiße, ehrlich. Jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt setze ich mich 5 Meter davon weg. Dann besorgt man hier aber nicht mehr. Ja, ist mir doch egal. Okay, dann gibt's jetzt. Jock, Männer. Alkohol. Jetzt geht sie wieder dicht ans Mikro hin, Mann. Alkoholsprüche oder Alkoholwitze? Witze. Oh Gott! Kommt eine Blondine in die Kneipe, setzt sich an die Theke, bestellt einen Whisky, zieht den Gürtel ihrer Hose etwas nach vorne und kippt den Whisky hinter den Gürtel. Nachdem sie das ein paar Mal wiederholt hat, fragt der Wirt: Ich habe ja schon viel erlebt, aber was soll denn das, was sie da machen? Darauf die Blondine erstaunt: Wieso? Meine Freundin hat gesagt, wenn ich Kummer habe, soll ich in mir hinter die Binde kippen. Den verstehe ich nicht. Oh Gott. Ach ja, um 3:15 gehe ich auf. Warum? Weil Flo dann ran will. Hat Flo nicht gesagt, dass du den Rest des Tages? Nein, das habe ich gesagt. Achso. Und er hat auch gesagt, habe ich gehört. Ja, habe ich auch gehört. Echt? Ja. Warum höre ich sowas nie? Nein! Was? Zwei Jockeys unterhalten sich an der Theke. Sagt der eine: Wie ernährst du denn dein Pferd? Sagt der andere: Mit Hafer und Bier. Schon mal was gewonnen? Nee, aber mein Pferd ist immer bestens drauf. Ja, das glaube ich. Oh Gott, wird der lang. Bobs ist allein in der Kneipe und besäuft sich. Kurz vor Sperrstunde verabschiedet er sich vom Kellner und will heim. Er probiert aufzustehen, fällt aber sofort auf den Boden. So kann ich mich nicht bei meiner Frau blicken lassen. Die hält mir wieder eine riesen Standpauke. Wenn ich so besoffen heimkomme, mach mir mal bitte einen Kaffee. Minuten später hat Bob seinen Kaffee getrunken und fühlt sich auch schon gleich viel besser. Er will aufstehen, fällt aber noch dem Bier verfallen sofort wieder auf den kalten Boden. Wirt, ich brauche eine ganze Kanne. Die Frau bringt mich um. Einige Zeit später hat er die ganze Kanne getrunken und fühlt sich auch viel, viel besser. Also jetzt müsste es gehen, sagt er und fiel wieder auf den Boden. Tja, da hilft alles nichts, da muss ich halt heimkriechen. Am nächsten Morgen wacht Bob auf, seine Frau schaut ihn fragend an Seine Frau schaut ihn fragend an und sagt: Bob, gestern musst du ja wieder ganz schön besoffen gewesen sein. Bob erwidert: Hä? Wo willst du denn das wissen? Deine Kumpels aus der Kneipe haben vorhin angerufen, du hast deinen Rollstuhl vergessen. Ach du Kacke. Zwei Betrunkene verlassen ein Lokal. Sie beginnen zu diskutieren, welche Farbe der Mond hat. Der eine meint grün, der andere meint, er wäre blau. Nach einer Weile sagte der eine: Weißt du was? Fragen wir doch den Polizisten da vorne, der wird es wissen. Gesagt, getan. Sie gehen zum Polizisten und fragen ihn: Herr Wachtmeister, welche Farbe hat der Mond, grün oder blau? Der Wachtmeister dreht sich um und antwortet: Ja, welcher Mond? Meint ihr denn den rechten oder den linken? Verstehe ich nicht. Ach Gott. Erklär mir doch mal bitte. Ja, zwei Betrunkene unterhalten sich, was für eine Farbe der Mond hat. Dann geht sie zum Polizisten und fragen den. Der größte Feind des Menschen wohl, das ist und bleibt der Alkohol. Doch in der Bibel steht geschrieben, du sollst auch deine Feinde lieben. Ja. Hänschen sitzt bei seinen Hausaufgaben.
Du Papa, was ist das für ein Satz? Es ist kein Bier im Haus.